Hallo und herzlich willkommen. Heute kämpfe ich mit dem lieben Gabelhelm. Also gegen ihn. Also in Vorgers V4 versus V6 von Mr. Creative. Er hat sich ausgesucht, in meinem V4 zu kämpfen. Ich habe ihn nicht gezwungen oder irgendwie anders. Er hat sich einfach ausgesucht, warum weiß ich auch nicht. Ja, ich wollte unbedingt mal da drin kämpfen. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Ui. Ja, yes. Also okay. Das V6 hatte ja auch gegen meinen Wargear verloren, genauso wie das V4, deshalb ist es noch nicht klar, wer von den beiden gewinnen würde. Hätte das V6 gewonnen, wäre es klar gewesen, dass es auch gegen das V4 gewonnen hätte. Aber dadurch wird das, denke ich mal, ein sehr spannender Fight. Ja, und ich würde sagen, holen wir uns jetzt die Sachen raus. Jo. Ich habe mir alles schon so zurechtgelegt, wie ich es brauche. Ich habe einfach mal wie immer ein Wirrwarr. Oh. Ich gehe schon mal ins Wargear von mir. Also ich auch. Ins V6. Jetzt habe ich wegen dir einen Pfeil im Arm. Jo. Hier mal wieder Skillshot. Und rein in das Wargear. Ihr müsst es mir ein bisschen entschuldigen, wenn ich vielleicht hier mal nicht einen Gang oder so finde. Es ist einfach so, ich kenne dieses Wargear nicht so gut. Aber ich denke, ich werde hier ganz gut zurechtkommen, weil das auch ganz gut aufgebaut ist. So. Geh auf meine ich muss erstmal zur Bordcomputer. Also ich gehe jetzt erstmal zum Bordcomputer. Ich habe auch schon so Posten ausgesucht. Notausrüstung, Wartungsbereich, Bordcomputer. So, jetzt untere MGs, Scheinwerfer sind in der Zwischenzeit aus. Also jetzt mache ich die an. Hauptnebenalarm. Ich weiß gerade nicht, warum ich das brauchen soll. Innere Beschädigung, Sicht von... innere Beschädigung, Sicht auf das Logo von hinten, okay. Ja, ich gehe schon mal zu einer Kanone. Ich bin auch schon bei mir auf Posten. Ja, ich muss mich hier gerade so ein kleines bisschen zurechtfinden. Weg nach oben, oh Gott. Als wäre das nicht klar gewesen. Ich gehe jetzt mal zu ein paar Kanonen, die müsstest du eigentlich auch kennen. Ach hier, okay. CSV4? Nein. Von dem V6 von Mr. Creative, die Kanonen. Ja, die CSV4 heißen noch irgendwie. Ja, CSV4, Compact Streu V4. Feuerbefehl ist erteilt, Licht Cockpit an, aus. Kannst schon mal den Countdown machen, wenn du möchtest. Okay, Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, los. Und ihr seht sofort, ich lege hier gleich los. Muss ihn zerstören. Weil das V6, das ist echt eine gefährliche Sache. Boah, ich hoffe nur, dass die Shots jetzt vorne irgendwie aufgehen. Damit. Und. Ja, schließt die aber mal. Bist du schon geschossen? Ja, du hast schon geschossen. Oh, ja! Ich... Und ich sehe schon. Oh, du hast sofort in den Ausguck geschossen. Sofort. Cool. Ich denke, es wird ein ausgeglichener Fight. Ich schieße jetzt nicht allzu oft mit den Kanonen gleich. Ich versuche jetzt einfach nur irgendeine Kanone von ihm zu zerstören. Oh, du hast bei mir aber auch schon ganz gut reingetroffen. Ja, ich weiß, ja. Hab's gesehen. Dreck. Jetzt kann ich die Kanone nicht mehr gebrauchen. Eigentlich schon, die hat noch einen manuellen Zünder da hinten. Ja. Logo. Ja. Ja, hier unten. Alter. Mir ist richtig einen reingeballert. Ich schätze jetzt mittlerweile meine Chancen nicht mehr ganz so gut ein wie am Anfang des Fights. Komisch, irgendwie habe ich nicht getroffen. Boah, du hast sofort mein... Oh Gott, hier ist schon die Panzerung durch.
Ja, die Brücke ist echt da schlecht gepanzert im V6. Das hat mich echt gewundert, weil die Kanonen so genial gepanzert sind. Denn die Brücke so beschissen. Hier kann ich nicht mehr viel ausrichten. Höchstens kann ich noch versuchen, ob hier noch die anderen. Also meine größte Hoffnung ist es ja, dass bei dir die Kanonen in die Luft fliegen, weil das macht das V6 sehr gerne mal. Oh, deine Flammenwerfer sind übrigens im Bug an. Ist zwar nichts drin, aber man sieht, dass die an sind. Die Glocks. Ja, ich weiß. Aber ich stehe hier gerade irgendwie unter Schock, weil du hast mit 2 Schüssen von der Hauptwaffe sofort meine Brücke zerstört. Aber jo. Sofort. Und ich habe hier einen Rahmen. Ja, das ist echt schlecht bei dem V6 gemacht, dass die Brücke so beschissen gepanzert ist. Oh, oh, Kanone in die Luft gegangen. Scheiße! Ich hab's mir gedacht, die geht in die Luft. Weil du ja, hast... weil du hast auch trotzdem noch geschossen, du hast durch mein Wargear durchgeschossen. Wow! Scheiße! Du hast gerade geschossen, wo ich, oh, nee, ne? Du hast da gerade, wo ich stand, ist sofort ein TNT gelandet. Lol. Du hast sofort durchgeschossen. Geil. So, ihr seht, ich benutze jetzt eigentlich recht überwiegend diese Kanone, weil es mit Abstand die beste ist, die ihn also auch wirklich effektiv trifft. Schätzungsweise die Brücke kann ich da vergessen. Meine Brücke ist auch schon ziemlich im Arsch. Meine Chance ist es eigentlich gleich, dass... Oh, scheiße. Dass die Kanonen von V6 enorm schnell in die Luft fliegen. Ich hab hier eine Truhe, die ich gar nicht brauche. Boah, ich sehe hier gerade total, dass ich dein Wolke schon durchlöchert habe. Boah, du hast aber auch schon richtig Schaden gemacht bei mir. Es ist gerade irgendwie so auch verlängert, dass du mich so freut. Ich lade jetzt immer nicht richtig. Hauptsache ich kann nicht mehr laden. Und dieses Wasser, das ist zu nervig. Komm schon. Ich hoffe die ganze Zeit nur, dass die Verkabelungen nicht wichtig für die Kanonen sind. Die hier zerstört werden. Weil die Verkabelung geht hinten rum bei den Kanonen, also bei den meisten. Boah. Und da hat es schon wieder geknallt. Ich muss hier weg. Scheiße, jetzt habe ich hier eine Wasserquelle weggemacht. Aber es ist echt gut gemacht hier im V4, dass die Kanone so weit oben ist. Weil da hat man immer einen Vorteil, nicht, dass man den Gegner aufs Dach schießen kann. Da sagst du das wieder. Nächstes Mal. Ich muss gucken, ob das Teil noch aufgeht. Ja, geht noch auf. Komm hier nicht mehr hoch. Die Leiter ist kaputt. Ich bleib nur zu hoffen, dass ich jetzt mit meiner Reparatur nichts kaputt mache. Und ansonsten hast du noch einen manuellen Zug da hinten bei der Kanone auf dem Dach. Den benutze ich schon die ganze Zeit. Der richtige Zünder ist nach deinem ersten Schuss weg gewesen. Jetzt im Ernst? Oh Gott. Ja. Wow. Die Kanone geht 100% in die Luft, doch nicht mehr. Ich dachte, lol, war die Projektile vorne immer noch da? Boah, ich glaub, komm. Ich glaube, eine Kanone ist kaputt. Warte, schieße was? Doch ein letztes Mal. Habe ich die Kanone schon geschrottet? Ich glaube, ja. Boah, totaler Wassereinbruch. Hier funktioniert noch eins. Eine Kanone funktioniert noch in der nächsten Etage. Nee, 2, also 3. So, jetzt guck ich mal, ob das Teil noch funktioniert. Ja, ich treffe dich hier. Okay, doch, das Delay noch mal ein bisschen länger. Den mach ich mal voll. Den hier auch. Okay. Und weiter geht's. Nimmst du eigentlich auch auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Haben wir es direkt aus 2 Sicht. Jo.
Hast du eigentlich noch ganz oben in der Mitte noch Kanonen, die noch funktionieren? Ich habe eigentlich so ziemlich noch unter dem Ausguck funktionieren eigentlich noch alle Kanonen bis auf eine. Hm. Das ist so schlecht. Weil die eine Kanone, deine von dir aus gesehen obere linke Kanone, die hat mir richtig einen reingeballert. Ich weiß. Ich habe hier gerade schon wieder Kanone. Oh, das Projektile, das hat sich richtig nah angehört. Ja, das ist schön, was ich hier sehe. Ich darf dem Master Effects jetzt nichts erzählen, aber ich sehe was sehr Schönes. Ich weiß, hier sind ein paar Alarme. Also. Nein, was anderes. Ein Verderben. Aber ich sag dir natürlich nichts. Ah, ich weiß, glaube ich, wo du bist. Ich bin die ganze Zeit auf Druck. Das ist gerade. Oh, und ich habe den Lauf zerstört. Oh nein! Genau das, was war, was ich gesehen habe. Bei dir waren nämlich die Shots durch den Bug geschlossen. Ja. Die blieben geschlossen, dadurch hast du deinen eigenen Lauf zerstört. Das war das, was ich vorhin sehen konnte. Hätte ich dir das gesagt, hättest du jetzt überlebt. Ich lebe ja immer noch, ich habe ja keinen. Ja, ich meine deine Kanonen. Kein Leben verloren. Und bei mir ist ein Alarm angegangen. Okay, mit der oberen Kanone treffe ich hier eigentlich nichts mehr, die macht zu wenig Schaden. Ouch. Also ich muss hier punkten. Jetzt nur noch eine Kanone, aber ich glaube, die trifft den. Oh Gott! Hier ist alles weg! Hier ist alles weg! Du hast hier komplett die Brücke, die obere Panzer, also den Ausguck hast du komplett zerstört. Ich komme doch noch nicht mal runter. Cool. Ich glaube, ich probiere jetzt mal mit dieser noch einzig noch heilen Pira-Shotgun zu schießen. Ich gehe mal kurz in die Küche. Aber ich glaube, ich gehe sowieso. Ah, nee, ich bin richtig. Und innere Beschädigung auch sichtbar. Das war ja von hinten. Da hast du, hier blinken 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alarmleuchten. Hauptalarm neben. Ich muss hier noch irgendwie. Nee, da habe ich kein richtigen Damage. Bis hier mal gucken. Ach, hier sieht es schon deutlich besser aus. Boah. Weil jetzt sind hier die Shots zu. Oh, ich habe hier schon die ersten Technik-Bugs mit den Shots. Funktionieren die Shots? Ganz im Gegenteil, sie verbuggen. Nee, bei mir auf dem Tisch. So. Ja. Oh. Wow! Ich hab die jetzt einfach mal kaputt gemacht. Boah, ich wollte gerade was beheben, weil hier vorne funktioniert ein Shot nicht mehr. Die Kanone sind jetzt 100% in die Luft gegangen. Deine Brücke steht aber auch nicht mehr. Nee, die ist auch ziemlich weg. Ich würde ganz gerne mal sehen, wo ich genau hinschieße. Ich glaube, ich mache mir so einen kleinen Ausguck. So. Ja. Mein V4 ist auch richtig gut, wenn man im Gegensatz zu V6 ist das denn auch sehr effektiv gegen das. Wenn man so guckt, sind 6 Alarmleuchten sind angegangen. Ja. Lol. Hab ich getroffen? Nee, du hast genau so geschossen, dass ich einen Bug hatte, dass das auf einmal die Kanone angegangen ist. Dann ist sie dir in die Luft gegangen. Nee, ich hatte richtig Glück. Ich hatte richtig, richtig Hattest Glück. Hattest du die Treibladung schon geladen? Ja, ich hatte schon die Treibladung geladen, da hatte ich richtig Glück. Ja, Fernzündung über Fackeln ist immer was Gefährliches. Ich schieß jetzt einfach mal. Ich schieß jetzt einfach mal. Ja. Bei dir dürfte eigentlich so ziemlich jeder Alarmleuchter an sein. So viele. Die Brücke ist nicht mehr vorhanden.
Oh, oh, schön. Das ist sehr schön. Ich fetze einer deiner unteren Stichkanonen gerade voll. Da ist schon wieder eine Alarmleuchte angegangen. Lol. Jetzt ist ich aber ein kritischer, hier rein, scheint ein kritischer Alarm angegangen zu sein, weil jetzt blinkt es und hört man auch den Sound. Und? Boom. Und das brennt da oben weg. Die lädt auch nicht kürzer. Das merkt man. Da ist schon wieder ein Alarm angegangen. Meine Vierer-Shotguns können ja richtig was zerstören. Lol, aber die eine da ist jetzt durchgeschossen. Gut, dass ich auf der anderen Seite war. Ja! Das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Da blinkt gar nichts mehr. Also oben funktionieren diese. Oben funktioniert gar nichts mehr. Unten funktionieren nur noch die Compact Impact. Aber dafür habe ich die sehr gut gepanzert. Muss man sagen, dadurch, dass das Rocket so starke Kanonen hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mein V4 so lange stand. Ich hätte eigentlich gedacht, beim ersten Schuss mitten ist, sind sofort alle Kanonen weg. Das sieht man mal, wie ich falsch ich habe. Also mit der Vierer-Shotgun auf der einen Seite, da kann ich die schon ziemlich weg. Ich glaube, da von der Kanone geht keine Gefahr mehr aus. Allerdings von mir auch nicht mehr wirklich. Sieht so hier mit den Compact Impacts aus. Boah, ich gehe gleich mal kurz auf die Brücke und gucke. Wow! Scheiße. Cool! Ja, die streuen viel zu heftig, die Kanonen. Die Vierer Shotguns streuen viel zu heftig. Ich muss schnell zur Brücke. Es laggt bei mir. Nein, ich will nicht. Ich kann das Tor nicht mehr schließen. Ah, wie geil, ich kann das Tor nicht schließen. Oh Mann. Guck mal, was ich so mit deinen Oh Gott, bei mir sind sämtliche Alarme an. Welche noch einer an, sollen wir wetten? Ey, ich schieß genau auf einen, der noch nicht aktiviert ist bisher. Wieso geht denn diese... Oh Gott. Jetzt ist... Falsche Karte registriert, Tor geöffnet. Boah, bei mir sind sämtliche Alarme an. Ob es falsche Karten sind oder... Also ob es der falsche Kartenalarm ist oder der Tor geöffnet Alarm. Und da ist schon wieder ein Alarm angegangen. Oh Gott, ich bin hier so am Arsch. Notfallausrüstung, nee, Wartungsbereich, Karte. Ich möchte zu einer noch intakten... Ich habe hier noch eine intakte Compact Impact gefunden. Sogar eine der oberen. Oh Mann. Es ist von dir aus gesehen die obere rechte. Oh Gott, oben steht gar nichts mehr. Hier oben steht gar nichts mehr. Da wo früher mal der Ausguck stand, da steht gar nichts mehr. Irgendwie verfehlt diese Compact Impact hier ihr Ziel. Die bohrt sich gar nicht richtig rein. Liegt daran, dass das Teil zu nah dran ist. Nein, ich habe das Delay richtig eingestellt. Du hast sogar den Weg hier zerstört, das Getrache. So, ich lade jetzt einfach mal nicht voll. Das freut ihr nicht so. So, und... Ich glaube, da treffe ich. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Kanone geht 100% wahrscheinlich nicht. Ist sie kaputt? Nö, funktioniert. Okay, ich glaube, ich lasse es jetzt langsam mal mit dieser Compact Impact, weil die trifft gar nicht wichtige Systeme. Jetzt muss ich mal hier direkt kommen. Vielleicht guck erstmal kurz, wie es. Du bohrst dich voll in meinen Bock rein. Ja, aber das sind keine wichtigen Systeme, die ich da treffe. Ich muss mir was Neues suchen. Hier sind schon so viele Alarmanlagen. Dafür, da schaut euch das Logger an. Hier in der Mitte, da steht nur noch die Hälfte. Und da sind nur ein paar Löcher und ich kann nicht sehen. Dann bin ich weg hier.
So, und weg mit der Scheißfackel hier. So. Und weg mit der Scheißfackel hier. So. Das Problem ist, du hast den halben Lauf von der C4 Shotgun, hast du Shotgun oder wie auch immer heißt, hast du schon zerstört. Und die sagten, die braucht maximal einen Lauf von 25 Blöcken. Und ich schätze, das sind jetzt schon so 20 Blöcke, die nur noch da sind. Krass. Die streut bestimmt viel zu heftig. Ja, die wird da die Stichkanonensystem nicht mehr machen. Okay, und bam, bam, bam. Wow. Oh, ich glaube, gleich zerstöre ich deine erste Stichkanone, indem ich die wirklich von meiner Kanone aus abschieße. Und Feuer. Ja, sie ist weg. Einmal schieße ich noch rauf, zur Sicherheit, dass man die auch nicht mehr reparieren kann. Scheiße. Und tschüss. Hier ist schon das Shot offen. Und bam. Ja, die ist weg. Oder die Schotten, wie man es auch nennt. Nein, fall ich hier runter. Okay, hier treffe ich nichts mehr. Komm her. Der Notausgang, der ist schon fast weg, aber zum Glück haben die noch einen zweiten Eingang oder Ausgang. Ich guck mal kurz, wie die so aussieht. Boah, du hast das Dach geschrottet! Ich glaub's nicht! Du hast mit der oberen Kanone aufs Dach geschossen! Cool. Wie geil, das habe ich so noch nie gesehen, aber ich hätte gute Chancen gegen das V6, muss ich sagen. Ja, da treffe ich ihn da oben. Wow, du hast das Dach voll zerschreddert. Wie ich dich hier wegfällst mit dem Bogen, ey. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut schießen kann. Schon. Wenigstens hat es jetzt aufgehört zu regnen. Ich guck mal einfach mal deinen Wardier an. Oh cool, Pfeile. Ich habe jetzt einfach die Sounds was runtergestellt. Komm. Okay, Kanonen. Ja. Ja, danke für die Pfeile. Nehme ich gerne an. Oh Mann, so. Hier oben steht nichts mehr. Also nein, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas reparieren kann, weil ansonsten wäre es echt tragisch. Mein Volger hat das richtig gut weggesteckt, also mein V4, aber das V6 von Mr. Creative. Kann ich von hier drinnen nicht wirklich beurteilen, aber hier sind nur ein paar Löcher drin und das Volger ist schon zum Teil auf dem Dach beschädigt. Auf dem Dach. Der kann sich theoretisch, kannst du weiter auf das Dach schießen und irgendwann bist du durch. Da brauchst du dich von Stockwerk zu Stockwerk. Das bringt mir halt nichts, weil du keine wichtigen Kanonen da hast. Das ist dann das Problem. Okay. Hier kann ich nicht mehr schießen. Oh, scheiße. Wieso haben wir in der Anfangsausrüstung eigentlich kein Glas? Glas ist auch statt einem Stack Redstone Glas. Da kannst du einfach Redstone Verstärker hinlegen, also. Ich versuche hier gerade eine Compact Impact zu reparieren. Ich versuche gerade auch hier ein bisschen was zu reparieren, aber. Eine C4 Shotgun natürlich. Oder ne, ich glaube die Projektile, die zünden gar nicht mehr. Oh Mann, die Kanone hat's voll zerlegt! Alter, du hast einen Glückstreffer gelandet. Geht doch. Jetzt ist er aber wieder repariert, glaube ich, zumindest. Okay.
Ja, vielleicht gelingt es mir noch, diese Kanone hier zu reparieren. Auch scheiß Baustellen, ich hasse euch. So. Hoffentlich. Ah, okay. Oh, mein Handy ist gerade mal wieder schwer am Start. Bitte funktioniere jetzt, Kanone. Bitte, bitte, bitte. Tu mir einen Gefallen. Ich bin froh, dass ich doch Baustände eingepackt habe. Sonst könnte ich die Kanone nämlich nicht reparieren. Ach, du bist auch noch gerade schwer am Reparieren. Oh, mir fällt gerade eine. Mir kommt gerade eine Kanone von der Ecke. Die lautet? Dann hätte ich hier oben jetzt nicht gemerkt, dass, hier, Endstone fehlt, dann wäre mir die Kanone in die Luft gegangen. Ich will jetzt erstmal wissen. Bang! Ach, wie unfassbar. Wieso falle ich dauernd runter? Das ist wieder scheiße. Ich baue mich jetzt einfach wieder hoch, bin so dreist. Die Kanone lebt noch. Sie hat also funktioniert. Endlich bringt mal meine Innenreparatur was. Juhu. Ah. So, immer wieder mein typisches Ausdruck. So. Wo bist du denn gerade überhaupt? Da, wo du nicht bist. Schon mal weg hier. Alle Mann in Deckung! Ach da! Ach da! Fuck! Hier zünden zwei Projektile nicht. Ja, meine Kanone, die ich gerade erst repariert habe, ist jetzt auch weg. Ja? Habe ich die schon sofort zerschossen? Ja. Also, das ist echt zu schlecht gepanzert hier, die Kanonen, die Vierer-Shotguns. Die hatten nicht lange Stand. Ich weiß, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, was ich mir. Auf jeden Fall habe ich da versucht, eine starke Panzerung hinzumachen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Aber dafür hat das V4 das relativ gut weggesteckt, wenn ich mir so das V6 angucke. Ich nehme einfach mal ein Sperrfeuer. Boah, war das knapp. Warte, ich gucke jetzt mal, wie viele Kanonen du schon zerstört hast. Du hast 1. 2. Ah, fuck. Also 2. Oder funktioniert die noch mehr? Ich glaube, die funktioniert nicht mehr. Oh. Ganze Reparatur umsonst. Wie scheiße ist das denn mal? Ne, die funktioniert, glaube ich, gar nicht mehr. Die wird man nicht mal treffen. Schätze ich. Aber du hast dem Borger schon ordentlich zugesetzt. Boom. Boom. Und boom. Ach, ich treffe da nichts mehr. Doch, die Vierer Shotguns auf der rechten Seite, die funktionieren doch. Ja, aber da habe ich schon längst deine Kanone zerstört, die ich da treffen konnte. Okay. Oh. Wow! Ah, der trifft. Ich glaub's nicht. Ah. Nein. Wow! Leg dich nicht mit mir an. Hier bimmeln sämtliche Sensoren, wenn du das auch hörst. Dann, keine Ahnung. Nee, ich hab bei Minecraft total leise irgendwie. Ich geh so. Jetzt mal in die Kommandozentrale. Oder zum Bordcomputer. Ich weiß echt zu sein nicht, was ich jetzt noch machen kann. Mir ist alles kaputt. Im Ernst? Ja. Alles, was dich irgendwie treffen konnte, ist kaputt. Ich habe keine Waffe mehr, mit der ich dich effektiv bekämpfen kann. Bau doch einfach eine Waffe um. Habe ich ja vorhin, und da war sie auf einmal wieder kaputt. Vielleicht mit der hier nur.
Oh. Habe ich die schon wieder geschrottet? Scheiße, und ich habe da noch nicht gut. Das. Wieso geht dieser scheiß Alarm nicht aus? Schätzungsweise du hast die, Darf ich hier kein TNT setzen, weil sonst jagt die sich in die Luft. Hauptnebenalarm an, aus, jetzt geh aus. Boah, bei mir brennen sämtliche Sensoren. Du hast den Eindringlingsalarm geschrottet und die falsche Karte. Also, ich kann das Tor nicht mehr schließen, der Eindringlingsalarm ist an und die falsche Karte registriert es an. Und du hast gerade schon wieder... Ne? Wie geil, das sieht jetzt irgendwie aus wie... Ja, bei mir war das Shot zu. Ich habe vergessen, dass das Shot zu war. Da sieht man es, der Shot war zu. Deshalb habe ich gegen meinen eigenen Shot geschossen. Okay. Oh Mann, das ist irgendwie gerade scheiße. Hier ist der Shot auch, das ist doch mal gut. So. Bei mir brennen sämtliche Sensoren. Das ist irgendwie nervig und zugleich schade, weil ich gedacht habe, das Roger hält ein bisschen mehr aus wie ein paar Schuss mit, sorry, mit Vierer-Shotguns. Ja. Man sieht daran, dass halt sehr viel Innenraum, sag ich mal, mit Technik vollgestopft ist, anstatt mit Panzerung. Ich kann nichts mehr resetten. Gar nichts. Hier funktioniert gar nichts mehr. Die Brücke ist tot oder die Kommandozentrale ist tot. Ich kann hier gar nichts mehr kontrollieren. Ich kann keinen Alarm ausmachen, ich kann gar nichts ausmachen. Das ist irgendwie Hauptnebenalarm an, aus, geh aus. So, nee, hier bringt nichts mehr was. Ich kann dich nicht mehr treffen. Ich guck ja, mal ich mal kann dich auch nicht mehr treffen. Überall, wo ich geschossen habe, sind jetzt Löcher im Wurfe. Deswegen kann ich dich auch nicht treffen. Ich kann dich vielleicht noch mit ein paar Kanonen treffen, aber... Wenn ich Pech habe, sind die schon alle kaputt, so viele innere Beschädigungen. Also hier brennt schon 5 Sensorlampen mit innerer Beschädigung Schrott. Scheiße. Der Rest ist alles angekratzt. Äußere Beschädigung, Sicht auf das Wurf von vorne. Oh Mann. Ja, vielleicht die ganz obere Kanone noch. Aber damit treffe ich eigentlich auch nicht mehr wirklich. Boah, das leckt total bei mir. So, komm schon. Die Kanone funktioniert nicht mehr. Die auch nicht. Die ist schon mal gar nicht, die funktioniert auch nicht. Ich hab gedacht, hier oben. Jetzt gehe ich mal nach ganz oben, wo du alles geschrottet hast. Da geht der mal Ausguck hin. War mit. Der Ausguck geht genau war jetzt mit dahin. Hallo. Wow! Scheiße. Das war geil. Der war mit 2 Schuss Schrott. Ja, das ist halt beschissen gepanzert. Du schießt schon wieder. Ja, die obere Kanone, mit welcher könntest du die eigentlich noch treffen, meine? Gar keine hier. Das Burger hat keine Kanonen, die so hoch liegen. Du kannst doch die von dir aus gesehen obere linke oder rechte den Lauf vergrößern nach oben hin. Was ich schon mal gegen dich gemacht habe in einem Fight. Ja, ich weiß, aber irgendwie habe ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ja, dann musst du die umbauen, dann schießt die vielleicht, verschießt die vielleicht weniger, aber es würde funktionieren. Boah, die Dispenser nerven langsam. Ich kann dich nicht treffen von hier. Boah, du hast mich getroffen! Wie geht ich das? Weiß. Ich spiele sehr viele Battle Maps. Oh, so, und hier hat. Ich hab eine Kanone von mir zerlegt. Scheiße. Die ist auch nicht mehr reparabel. Also der Schaden. Den kann ich nicht mehr reparieren. Würde ich dich hier noch treffen? Ich glaube nicht, oder? Obere rechte. Ja, ich würde an deiner Stelle die oberen CSV4 Kanonen den Lauf umbauen. Dass die vielleicht weniger die verschießt, aber dafür hoch. Ich hab.
von innen habe ich die aus Versehen gesprengt. Ich weiß zwar nicht, ob die das waren, aber auf jeden Fall ganz oben. Nee, die ist noch heil. Ja? Von mir aus gesehen ganz oben rechts. Also nicht ganz außen, sondern ganz oben Mitte rechts, von mir aus gesehen. Ich bin schon im oberen Stockwerk. Also neben dem Ausgucken, meinst du, ne? Ja. Die ist Schrott. Die ist in die Luft gegangen, als du mit den Ausguck zerstört hast. Da muss irgendeine Leitung mit hochgegangen sein. Als ich die beladen wollte, habe ich die Projektile gehabt. Wieso frierst du denn nicht? Von wegen! Da steht gar nichts mehr! Die Kanone steht gar nicht mehr. Hier ist ein riesengroßes Loch. So. Da ist alles in die Luft gegangen und hier mit der. Da. Die funktioniert auch nicht mehr. Da ist der. Dieser Lauf. Sollen wir den Fight abbrechen, weil ich treffe dich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Ja, du hast oben alles kaputt gemacht. Aber wirklich alles. Alter! Wie gut bist du? Schießen. Ihre Erfahrung. Ich schieße selber Bogen, aber ich glaube ich schon weniger. Ja, ich würde auch sagen, wäsche mir den Fight ab. Ja, okay, Game Mode 1. Vergleich mir mal die Schäden. Oh! Alter! Das ist V4. Man sieht genau, wo du noch schießen konntest, weil da ist das Teil durchlöchert. Ja. Aber guck dir mal das V6 an. Hier! Hast du alles durchlöchert? Da und da und da. Ja, guck mal hier. Weg. Hier habe ich mit meiner Vierer-Shotgun geschossen. Wo? Hier, richtig oft habe ich hier mit meiner Vierer-Shotgun geschossen. Hast du auch eigentlich mit der Compact Impact hier geschossen? Ja, dadurch ist das hier entstanden, aber es ist ja kein schwerer Schaden. Warte, ich möchte mal wissen. Gesessen. Ich gehe mal den No-Clip in die Richtung. Ich schieße einmal mit der Compact Impact, jo. Um zu wissen, ob die überhaupt Schaden machen hätte. Funktionieren deine Vierer-Shotguns noch, die so ultra streuen? Ja, die funktionieren noch, aber die hätten dich nicht getroffen. Oh, und nee, da funktioniert gar nichts mehr, da wird TNT gezündet, einfach so. Ja. Ja. Lol, warte, ich teste mal, ob das auch hier so ist. Die Kanone, das ist jetzt keine Verfälschung der Ergebnisse, dass die jetzt hochgeflogen ist, weil wenn er sie benutzt hätte, wäre sie ja sowieso nicht hochgeflogen. Die Kanone war ja nicht heil. Nee, die hier sollte noch funktionieren. Die andere, da hat das TNT auf einmal gezündet, eine Treibladung. Okay. Mal testen, ob das hier noch geht. Guck dir mal, geh mal zum, wie heißt es, zum Bordcomputer. Geh mal kurz weg, du stehst vom Knopf. So. Wir sehen, ob die wirklich so streut, wie ich denke. Ah. Nee, die streut überhaupt nicht. Was? Die streut nicht. Wie geht das? Der Lauf ist doch nur ultra kurz. Keine Ahnung, ich habe das selbst noch nie erlebt. Wieso streut die denn nicht? Aber dafür hätte ich dich auch nicht treffen können. Mit der ich habe meine Kanone gebaut, ne? Die hatte drei Blöcke Panzerung. Selbe Kanone eigentlich, ne? Die hat gestreut. Ja, in meinem V1, da streuen die Kanonen zwar nicht, aber da ist die Panzerung nur ein Block. Aber warum streut die? Fällt mir gerade ein, in meinem V1 ist das genauso, da habe ich es irgendwie hinbekommen, dass die Kanonen nicht streuen. Also nicht so übel. Die fallen gerade nach unten. In meinem V1. Hast du dich hier mit TNT hochgebaut? Ja, ich hatte keine anderen Blöcke mehr wirklich. Oh mein Gott. Okay, ich guck mir mal die Kanonen an, die noch funktionieren würden. Ja, funktioniert ja gar nichts mehr in der Brücke. Die Brückenpanzerung ist 7 Blöcke. Okay, dafür steht hier der Teil noch. Hier steht gar nichts mehr. Aber irgendwie steht hier fast noch alles. Wäre hier nichts in die Luft gegangen, wäre hier noch alles heil. Hier ist die ist auch im Arsch. Lol, ich weiß gar nicht, dass du so krass im Arsch bist. Die ist auch. Warte, nee.
Ja, die würde sich selbst in die Luft jagen, die ist auch im Arsch. Ja. Die hier geht noch. Eine geht noch. Nächste Etage. Die hier geht auch noch. Zeig. Zwei geht noch. Zeig. Drei geht noch. Oh ne, die hier geht auch nicht. Hier hätte ich dich aber nur da getroffen, das wäre aber unwichtig gewesen. Zwei gehen noch. Da hätte ich dich nicht getroffen. Also ja, drei Kanonen gehen noch. Plus eine ganz unten, diese Vierer-Shotgun. Vier gehen noch. Hier jetzt mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. 1, 2. Nee, 7, oder? 1, 2, 3. Ach, hier ist das Shot zugegangen. 5, 6. Ja, 6 gehen noch. Ja. Das heißt 5 gegen 6. Allerdings muss man auch sagen, dass, naja. Man muss auch sagen, das ist das V6 von Mr. Creative. Ja, eben. Und das ist mein V4. Dafür sollen ausgerechnet sein. Guckt euch mal den Schaden an. Der hat hier mit 2 Schuss den sofort den Ausguck geschrottet. Das war ich ja richtig geschockt, als der mit 2 Schuss einfach da durch war. Das ist das V4 und das ist ein V6. Das ist echt krass. Das heißt, in der Vorgängerliga hätte ich mich da angemeldet, hätte ich vielleicht gegen das V6 gewonnen. Auf jeden Fall. Er hätte sowieso gewonnen, er hat so gute Kanonen an der Reihe. Das ist so gemacht, er hat ein paar Schuss. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir mal in die Kommandozentrale und gucken mal, wie viele Alarmleuchten da jetzt gehen. Also bei dir brennen sämtliche. Ich weiß noch, beim Fight gegen mein V5, da war das hier nicht mehr da. Da war diese Anzeigetafel nicht mehr da, weil sich die Automatik da so durchgegraben hatte. Rot zeigt. Oh. Ich bin in der Kommandozentrale. Hier, ja. Die komplette Hälfte der Brücke der Kommandozentrale war einfach weg. Ja, ich habe gerade nur 7 FPS, ich muss... Ich auch, das liegt an den Mega-Clocks da. Ja. Aber dafür konnte ich die Technik nicht mehr steuern. Ich konnte ja gar nichts mehr steuern. Auf jeden Fall. Ich habe hier sämtliche Hebel umgelegt, da hat gar nichts mehr funktioniert. Haupt- und Nebenalarm kann ich nicht mehr ein- und ausschalten. Ich wollte dich fragen, hast du noch mal Bock auf einen Fight? Und zwar, mein V5 mit den verbesserten Kanonen gegen das V6. Hab ich Lust, aber ich muss jetzt essen, dass hier so ein kleines bisschen verbauen. Das ist echt krass. Das müsste jetzt Mr. Creative sehen. Das müsste jetzt wirklich Mr. Creative sehen, das Video. Wenn das hochgeladen ist. Ja. Der Unterschied, das ist ein V4. Und das hat nicht mal annähernd so viel Schaden, nur ein paar Löcher. Aber man muss auch bedenken, das ist ein V4 und das ist ein V6. Ja, vor allem wie du das hier gedesignt hast, hier ist ja kaum Panzerung vor. Dann hättest du das überall so weit hier nach vorne gemacht und wäre es auch noch deutlich besser gepanzert gewesen. Ja, ich weiß. Dann wäre hier so wenig Schaden wie da unten, nämlich fast gar keiner. Ja, ich glaube, wenn das V6 von Mr. Creative statt den CSV4 Kanonen Bunkerbrecher oder so gehabt hätte, also Kanonen, die sich nicht selbst in die Luft jagen, dann hätte es noch deutlich bessere Chancen. Weil man hat es ja in der Aufnahme gesehen, die Kanone hat sich wirklich hochgejagt. Ja, und ich habe ja auch eine Aufnahme. Explosion. Das da V6. Muss man jetzt mal bedenken, die Brücke wäre eigentlich noch völlig intakt gewesen, hätte ich da und da nicht so heftig geschossen. Weil ansonsten wäre die Brücke komplett da, noch da gewesen. Da wäre vielleicht hier vorne so ein kleines bisschen die Panzerung weg. Aber mir auch nicht. Ja, eben. Auf dem Papier ist das V6 definitiv besser. Also es hat viel stärkere Kanonen, ist besser gepanzert und so. Aber im wirklichen Kampf ist einfach diese Hightech-Sache im V6 zu empfindlich. Deshalb hat ja, das V4 hier einen Vorteil. Ja, weil ich habe eigentlich nicht so viel Wert darauf gelegt. Ich habe viel Wert auf die Sensoren gelegt, damit die sehr fein und sehr fein arbeiten. Weil, wenn man hier jetzt gucken würde, die Shotguns, da wäre eigentlich der Sensor, der ist weg, aber dadurch, dass hier alles weg ist,
brennt nur noch die Lampe, weil die von da vorne gepowert wird. Jo. Aber das ist irgendwie voll heftig. Du hast mit zwei Schuss sofort da oben alles weg. Da war alles weg mit zwei Schüssen. Schlag mich mal. Warum? Ach, du hast Flymode an. Das finde ich so lustig. Und hier oben, da war ja... Das sieht so aus, als wäre hier oben ja gar keine Panzerung gewesen. Komm mal zu mir. Jo. Komm mal zu mir. Oder TP dich mal zu mir. Das sieht hier aus, als wäre hier oben gar keine Panzerung gewesen. Jo. Weil hier ist ja nur die Wolle und... Ja, ich glaube auch hier vor der Aussichtsplattform sind insgesamt irgendwie 6 Blöcke Panzerung. Also wenn man das Wolle nicht mitzählt oder so. 6 Blöcke, das ist echt nichts. Wenn man sich anguckt vor den da Kanonen, die 25 Blöcke. Und wenn man sich das so überlegt, das waren 20 Blöcke mit Panzerung bei den Kanonen. Das höchste waren hier 14 Blöcke. Ja, und das ist hier ganz unten. Ja. Und der Rest, der ist alles so, wird immer kleiner, den habe ich nicht gezählt. Auf jeden Fall, ganz unten sind es 14 Blöcke. Da hat man gar nicht getroffen, aber die Kanonen haben das Vorgehr durchlöchert. Aber das Vorgehr hat ungefähr die Hälfte der Panzerung nicht, was das Vorgehr hat. Und ja, hier hat es einfach, wuff, da war oben alles weg. Und ich habe genau in dem Moment wuff gesagt, als irgendwie alles hochgeht. Ich versuche mal mit Noclip das hier richtig nett zu laden. Eine Sache gibt es ja oben noch zu bemängeln, dass man das Wasser nicht wegmachen kann. Ja, ich weiß, da war irgendwie, habe ich das nicht so hinbekommen vom Design her. Weil es war eigentlich gar nicht geplant, dass die Hauptwaffe so klein wird. Klein, aber effektiv, wie man hier sieht. Ja, da sieht man mal, wie klein die Kanone ist. Und wie viel Schaden die gemacht hat. Also, das ist schon heftig. Die hat ja schon fast das Prinzip wie eine Bunkerbrecher. Ja. Jetzt springst du hier das Rock in. Ich will mal sehen, wie oft ich es schaffe, mich hier nur mit den Redstone-Fackeln, die hier noch drin sind, mich hier durchzubuddeln. Oh Mann. Da unten sind auch noch Redstone. Kommt her zu mir, ihr lieben Fackeln. Aber hier unten ist sofort... Du hast mir auch auf das Dach geschossen. Auch, ja, also auch auf das Dach. Es liegt daran, dass halt die oberste Kanone ziemlich krass streut. Und das ist halt dann der Vorteil, dass man halt auch überall hintrifft. Ja. Also ich finde einfach irgendwie, mein V4 hätte zwar eine Chance gegen das V6, aber... Eine heftige Chance hat das V4, wenn die Vorgehers kastenförmig sind oder irgendwie ziemlich heftig designt sind. Ja. Weil da hätte ich auch gegen die anderen gewonnen, wenn ich hier fast gegen gewinne. Auf jeden Fall. Das V6 ist schon ziemlich weit oben, was das so angeht, als wenn man das jetzt so eine Rangliste machen würde an Stärke der Vorgehers. Aber man muss wirklich beachten, das ist in V4 und das ist in V6. Jo, da muss und man bevor sich wir länger quatschen als aufnehmen, sollten wir besser mal die Aufnahme abbrechen. Ja, ich stelle mich jetzt hier unten hin und sag Tschüssikowski, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.